Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Heute geht es um das Thema Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmung bis hin zu Depressionen. Mir wurde die Frage gestellt, wie es mir in der Schwangerschaft geht. Also rein psychisch, mental, genau, auf körperliche Symptome bin ich ja schon viel eingegangen. Und ich muss sagen, dass es mir jetzt im 5. Monat richtig gut geht. Also meine Stimmung ist gut. Ich würde auch sagen, ich habe keine Stimmungsschwankungen. Mein Freund hat tatsächlich gesagt, er wundert sich, dass das bisher so smooth läuft. Beziehungsweise gestern hat er mal gesagt, es wären Stimmungsschwankungen, wo wir gestritten haben. Da kann man ja sehr leicht sagen, das sind Stimmungsschwankungen. Nein, waren es nicht. Es war eine Diskussion. Genau, aber ich muss sagen, in der Zeit der Hormonumstellung in den ersten 3 Monaten und auch mit der Entscheidung, ob ich das Kind austragen möchte, also ob ich es bekommen möchte, mit der Überforderung, wie machen wir das, da hatte ich definitiv depressive Verstimmung. Ich würde nicht sagen, dass das richtig schwere Depressionen waren, weil eine Depression ist ja, weiß ich nicht, wenn ihr das selber habt, dann wirst ihr mindestens 2 Wochen am Stück durchgehend depressive Verstimmung, kann dann halt auch zu Suizidgedanken führen und dass man halt vermehrt traurig ist, dass es einem nicht gut geht und so weiter. Genau, und ich würde sagen, bei mir waren das halt eher depressive Verstimmungen. Ich reagiere zum Beispiel auf Hormonumstellungen ganz, ganz, ganz empfindlich. Deswegen habe ich auch ein bisschen Sorge, dass ich eine Kandidatin sein könnte tatsächlich für so eine Wochenbettdepression, wenn dann die Hormone abfallen. Ich hatte eine Zeit lang ja auch mal mit PMS zu tun, wo mir 5-HTP ganz gut geholfen hat. Das habe ich jetzt aber in der Schwangerschaft natürlich nicht genommen, weil es dazu keine Studien gibt, ob das eventuell schädlich sein könnte fürs Kind. Und überall, wo ich mir nicht sicher bin, lasse ich das halt weg. Beziehungsweise ich würde am liebsten gar keine Medikamente nehmen. Ich muss jetzt was nehmen, aber es hat halt nichts mit der Stimmung zu tun, sondern mit Bakterien. Genau. Und dementsprechend ja, kann ich schon sagen, dass ich die Hormonumstellung sehr, sehr stark gemerkt habe. Dass dadurch natürlich auch meine Stimmung nicht so gut war oder ich ja einfach instabiler wieder war, würde ich sagen, und auch überfordert. Was ich aber sagen muss, was in der Schwangerschaft natürlich auch zu Depressionen führen kann und was bei mir immer ein Punkt ist, was zu depressiven Verstimmungen führt, ist, dass wenn ich keine Lösung für eine bestimmte Sache habe, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich das finanziell machen soll und das belastet mich und ich komme auf keine Lösung. Dann führt das zum Gefühl von Überforderung, Hilflosigkeit. Das führt bei mir ganz schnell zu depressiven Verstimmungen, dass ich dann so merke, mir geht es irgendwie nicht so gut, ich bin schlecht drauf. Ja, also führt lange schon nicht mehr zu Suizidgedanken oder zu nur Traurigkeit, aber halt schon so zu Überforderung. Und was ich für mich gemerkt habe, egal um was es jetzt geht, zusammenziehen, wo bekomme ich das Kind, wie rege ich das finanziell, wie gehe ich mit meinen Ängsten um, wo finde ich Unterstützung, wo finde ich eine Hebamme, wo finde ich dies, wo finde ich das, ja. Je mehr ich geregelt habe oder je mehr ich Lösungen für meine Probleme finde oder Optionen, optionale Lösungen für meine vermeintlichen Probleme, also Probleme, Herausforderungen, kann man es auch nennen, ja, desto besser geht es mir am Ende und desto mehr verschwindet diese Stimmung. Das heißt, selbstwirksames Handeln, lösungsorientiertes Handeln, wenn man das so in die Hand nimmt, dann führt es meistens dazu, dass sich bestimmte Konflikte dann halt auflösen oder ja, wenn man einfach nur Lösungsmöglichkeiten hat. Also ich habe mich zum Beispiel noch nicht festgelegt, ob ich ins Geburtshaus gehe oder in welche Klinik, aber habe Informationen eingeholt, ich habe mich angemeldet, ich spreche mit den Leuten und so weiter, ich hole mir Unterstützung. Und das führt auf jeden Fall dazu, dass sich viele meiner Sorgen dann auflösen und dass ich dadurch weniger psychisch belastet bin und dass es mir dadurch ganz gut geht. Und ja, einen Teil der depressiven Verstimmung am Anfang kam halt auch dadurch, dass es mir körperlich nicht gut ging, also dass ich nur liegen konnte und dass dann die Angst da war, dass das wieder so schlimm wird wie zu Zeiten von CFS sozusagen, dass ich nur im Bett vor mich hin vegetieren kann, dass ich mich dann vielleicht nicht um mein Kind kümmern könnte. Und selbst da habe ich mich informiert, was ich tun könnte. Man hätte zum Beispiel von der Krankenkasse aus Unterstützung auf eine Haushaltshilfe oder so, wenn man das alleine nicht mehr schafft. Es gibt finanzielle Unterstützung, die man sich holen kann, wenn man wirklich gar kein Geld mehr hat und so weiter.
Also es gibt hier in Deutschland tatsächlich viele Hilfsangebote, die man nutzen kann. Genau. Und da man, also man kann natürlich in der Schwangerschaft auch Antidepressiva nehmen, wenn es einem nicht gut geht. Also da sind bestimmte tatsächlich für zugelassen. Kann man bei Embryotox eingeben. Das ist sowieso für mich immer eine sehr hilfreiche Seite. Die habe ich sogar fürs Nasenspray benutzt. Genau. Da findet man dann auf jeden Fall schon mal erste Hinweise. Und ansonsten würde ich das immer mit dem Arzt besprechen. Wenn man jetzt wirklich lang anhaltende Depressionen hätte, glaube ich tatsächlich auch, dass das mit Sicherheit der Stress irgendwie aufs Kind übergeht und dass es natürlich schon gut ist, wenn man in der Schwangerschaft einigermaßen entspannt sozusagen ist. Und ja, deswegen wären halt meine Tipps, wenn das möglich ist, versuche ich zum Beispiel einmal am Tag spazieren zu gehen, wenn ich das kann, Yoga zu machen oder ein bisschen leichte Bewegung, Gymnastik, Sport, wenn man das halt körperlich schafft. Das bessert ja die Stimmung auf. Regelmäßiges Essen, an die frische Luft gehen, wie gesagt, oder sich einfach nur auf den Balkon in die Sonne setzen, Austausch mit anderen, halt Lösungen für seine Probleme suchen, weil oft entstehen Depressionen ja dadurch, dass man glaubt, man kann sein Leben nicht steuern, man ist in einer Lage, in der man nicht sein möchte und es gibt keine Lösung und es ist alles nur furchtbar und es wird nie besser. So sind ja so diese depressiven Gedanken, die dann da sein können. Und die können natürlich auch in der Schwangerschaft entstehen. Und ja, je mehr man dann guckt, dass man diese Gedanken auflöst, sich Hilfe holt, sich selbst stabilisiert, ja, desto besser ist es eigentlich und desto leichter wird es auch. Und jetzt muss ich sagen, ist meine Stimmung also wirklich richtig gut. Ich bin im 5. Monat, mir geht es körperlich gut und mir geht es psychisch gut. Und das ist, wo soll ich hier mit draufklopfen? Ist das Holz? Nein, das ist kein Holz. Aber egal, es hilft bestimmt trotzdem, es bleibt jetzt so. Genau, und dass man dann einfach schaut, dass man sich was Gutes tut. Und was ich auch gemerkt habe, dass ich manchmal traurig bin wegen Sachen, die ich aufgeben muss tatsächlich. Also ich betreue hier immer so einen Hund einmal die Woche und ich mag auch die Umgebung von meiner Wohnung hier. Und das ist natürlich, sind natürlich Dinge, die ich dann aufgeben werde müssen oder am Anfang auch so meine freie Zeiteinteilung. Das ist ja völlig klar, dass man das quasi erstmal hinten anstellt oder muss, wenn man ein Baby hat, was ein 24/7 braucht. Und ich glaube, dass man sich damit in der Schwangerschaft halt auch auseinandersetzen muss und dass das auch ein bisschen traurig machen kann oder auf die Stimmung drücken kann, wenn man irgendwie denkt, ja, das und das kann ich dann vielleicht nicht mehr machen. Ich dachte am Anfang wirklich so, ja, also dann bin ich komplett finanziell abhängig, ich werde nie wieder arbeiten können, ich werde nie wieder reisen können und so weiter. Und es war wirklich dieses Alles-oder-Nichts-Denken und das stimmt aber nicht. Man kann auch mit Kind wunderbar verreisen, da kann man sich mal ein bisschen informieren, also je nachdem, was einen dann interessiert oder belastet. Und mit Sicherheit werde ich irgendwann auch mal wieder einen Hund betreuen können oder vielleicht haben wir irgendwann einen eigenen Hund. Da würde ich mich auch freuen, aber jetzt erstmal nicht. Ich glaube, erstmal die Umstellung mit einem Kind, das reicht schon. Aber grundsätzlich sollte man nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken verfallen, was bei mir auch oft der Fall ist, dass ich dann irgendwie alles schwarz sehe oder alles negativ sehe und denke, dass das für immer so bleiben muss, denn das muss es nicht. Genau. Und deswegen habe ich für mich so festgestellt, es gibt natürlich zwei Seiten, die in der Schwangerschaft auftreten. Also zum einen die Hormonumstellung, die nicht zu unterschätzen ist in den ersten 3 Monaten, das muss ich sagen. Das hat mich ganz schön ausgenockt. genau, und deswegen habe ich da auch Respekt für das Wochenbett und was da gut ist, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, ich habe da mit meiner Hebamme vom Gesundheitsamt von den frühen Hilfen drüber gesprochen und auch mit meiner Wochenbetthebamme. Und bin da bestens vorbereitet, also ich habe Unterstützung. Das heißt, selbst wenn es mir dann schlecht gehen würde, die ersten Wochen, ist immer für das Baby gut gesorgt, ist für mich gut gesorgt. Und ja, Therapie habe ich außerdem. Das heißt, ich fühle mich da wirklich ganz, ganz sicher. Und ich habe auch die Frage bekommen, ob ich Angst habe, dass mir das Kind weggenommen wird, weil ich mich nicht mehr darum kümmern kann. Und da kann ich ganz klar sagen, nein. Da mache ich aber nochmal ein extra Video zu. Ich war zum Beispiel nie so depressiv, dass ich
oder ich versuche das jetzt zu beantworten. Ich war zum Beispiel nie so depressiv, dass ich mich nicht mehr hätte um mich selbst kümmern können. Ich habe immer alles geregelt bekommen. Mein Haushalt, außer die Zeit in der Klinik natürlich 2016, da ging es mir sehr, sehr schlecht. Aber ansonsten mein Studium, Finanzen, Überweisungen. Also ich war immer, sage ich jetzt mal, trotz Depressionen war ich immer funktional. Ich war nie irgendwie fremdaggressiv oder sowas in der Zeit. Dementsprechend wüsste ich nicht, warum das irgendwie so, wie man auf den Gedanken kommen könnte. Ich meine, ich weiß, es gibt unterschiedliche Schweregrade von Depressionen. Es gibt wirklich Menschen, die können sich um nichts mehr kümmern. Hatte ich damals als Coach auch jemanden betreut, wo ich dann zu Hause war und aufgeräumt habe und deren Rechnungen bearbeitet habe und ein Kasseunternehmen angerufen habe. Aber das war bei mir tatsächlich nie der Fall. Ich habe immer genug Antrieb gehabt, Dinge zu unternehmen. Ich meine, gut, mit dem Olan Sapin damals, das hat den Antrieb ganz schön gemindert. Da hatte ich dann wirklich keinen Bock mehr rauszugehen, aber so ein Medikament würde ich auch nie wieder nehmen, nebenbei gesagt. Aber ansonsten wüsste ich das nicht. Also ich glaube, ich würde eher mich hinten anstellen, als dass es dem Kind nicht gut geht. Und wie gesagt, in puncto Wochenbettdepression oder überhaupt Geburtsverletzungen habe ich vorgesorgt. Mein Freund nimmt die ersten 3 Monate Elternzeit, obwohl das für mich gar nicht so viel hätte sein müssen. Ich habe gesagt, mindestens die ersten 6 Wochen möchte ich, dass du da bist. Und genau, die Hebamme vom Wochenbett kommt die ersten 8 Tage jeden Tag und dann irgendwie besprechen wir das, kommt die alle paar Tage. Ich habe auch noch die Familienhebamme, die immer auch noch mal drauf schaut, wie sich das Kind entwickelt. Das heißt, ich habe wirklich, und Therapie habe ich auch, wenn ich möchte. Ich habe eigentlich so viel mir an Unterstützung gesucht, dass ich mich da auch komplett sicher fühle. Und ich fühle mich im Moment halt auch, wie gesagt, nicht in irgendeiner Weise psychisch krank. Ich hatte eher Angst wegen zum Beispiel ME/CFS, Geburtsverletzung, dass ich dann vielleicht zu schwach bin. Aber auch da habe ich ja Hilfe. Also nee, da habe ich gar keine Angst vor. Also das werde ich schon gut machen wahrscheinlich. Also nehme ich jetzt einfach mal an. Ich traue mir schon zu, mich um mein Kind zu kümmern. Sonst hätte ich das jetzt auch nicht bekommen. Das muss ich ganz klar sagen. Genau, also vielleicht so viel von mir zu diesem Video, zu diesem Videothema. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und sonst sage ich erstmal bis dann. Tschüss!